Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier. Und die neuen Stages der Dokumentation von Vegito Blue und Rosé sind nun erschienen. Wir werden sie gleich machen. Bevor wir in die Stages, in die Dokumentation reinspringen, wollte ich euch ganz kurz die Information geben, Tipps und worauf ihr da achten sollt. Stage 2 des Vegito Blue Events. Einmal auf Z-Hard droppen 1 bis 6 der neuen Medaillen und einmal auf Super 2 droppen 7 Medaillen. Vegito Blue können wir nicht stunnen. Vegito Blue macht sehr viel Schaden. Vegito Blue ist tanky. Welche Charaktere annullieren seinen Link, seine Passive besser gesagt, und machen extra Damage? Diese Charaktere, die hier gelistet sind, Rosé, Zamasu und die Goku Blacks. 77 der neuen Medaillen braucht ihr, um den neuen Vegito zu awaken. 35, um den neuen Trunks zu awaken. Sein Gegenspieler ist ganz klar Rosé, funktioniert ähnlich. Ein bisschen anders, aber sehr ähnlich. Sie hat 1 bis 6 Medaillen, Super 2, 7 Medaillen der neuen Medaillen. Man kann ihn nicht sealen, den neuen Rosé. Und 77 Medaillen braucht ihr, beziehungsweise sagen wir es erstmal so, welche Charaktere machen gegen ihn den Schaden, annullieren seine Tankiness, seine Schadensquelle. Das sind die Charaktere, die Vegito Blues, Trunks, Mai etc. etc. Auch LA Vegito Blue gehört ganz klar dazu. Wie vorhin gesagt, 77 Medaillen braucht ihr für ihn, um ihn zu awaken, und 35 für den Zamasu. Bevor wir in die Stage jedoch springen, habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, es wäre gut, wenn ihr die Charaktere so wählt, dass ihr auch die Charaktere nimmt, die Schaden gegen das jeweilige Event machen. Ich werde es gleich so machen. Aber wenn ihr die neuen Charaktere nicht habt, weder den Rosé noch den neuen Vegito Blue, ihr aber euer altes Heroes Team habt, mit physisch Vegito Blue als Leader oder LA Vegito Blue oder euer als Villains Team mit Rosé als Leader, Agility Rosé, dann nutzt sie. Ihr könnt sie nutzen, die Charaktere machen ja Schaden gegen sie, aber nehmt den Bonus mit, dass ihr den Friend wählen könnt, sofern ihr einen findet. Aber nehmt dann den Friend, was ich sagen will, den neuen Vegito Blue und den neuen Rosé. Denn ihr müsst darauf dabei nur auf eines achten. Euer komplettes Team muss ein Rainbow Team sein. Dazu gehört der Friend dann dazu, ob Vegito Blue oder Rosé. Solange in eurem Team eure 6 Charaktere plus Friend, solange dieses Team in diesem Team jeder Typ muss einmal vorkommt, dann aktiviert sich der Leader Skill vom Friends. Ich werde es genauso machen, denn ich habe beide Karten nicht. Ich habe aber die älteren Leader, sage ich mal. Und damit ich das Ganze euch demonstriere, deswegen würde ich sagen, wir verlieren keine große Zeit und springen erst in das Dokument vom neuen Rosé und dann in das von Vegito Blue. Bis gleich. Gut, und wir sind auf der neuen Stage. Und ihr seht schon, ich wollte es euch veranschaulichen. Ich selbst habe den Leader nicht. Hab ihn als Friend genommen, tag Vegito Blue den neuen, auch wenn er hier nicht Dokken awaked ist, das sollte trotzdem reichen. Ich selbst habe LA Vegito Blue als mein eigenen Leader, als Heroes Leader, oder wenn ihr ihn nicht habt, könnt ihr eine physisch Vegito Blue nehmen. Worum es mir aber hauptsächlich geht, ist, wenn ihr ihn selbst nicht habt, könnt ihr als Friend nehmen, sowohl Vegito Blue als auch Rosé. Nur euer Team, in eurem Team muss mindestens jeder Typ muss einmal vorkommen, das tut es hier, wir sehen es. Dabei zählt auch Vegito Blue selbst in das ganze Team, denn ich in meinem eigenen Team habe keinen Tech-Charakter, mein Friend ist jedoch ein Tech-Charakter, und weil er ein Tech-Charakter ist, zählt er zum gesamten Team und dann zählt er zum Leader-Skill. Jeder Typus ist im Team vergeben. Agility, Tech und Strength physisch, das wollte ich euch demonstrieren, damit ihr das mitnehmen könnt auf jeden Fall, wenn ihr selber die Charaktere nicht habt, aber die alten Heroes, Hero und Villain Leader, sage ich mal, nimmt sie, es geht, es klappt, ihr seht es hier, 300.000 Leben. Let's go! Das soll ich euch zeigen, jetzt sind wir auf der Stage, wir fangen an gegen SSR-Form von LA Goku Black und Zamasu. Finde ich wirklich sehr, sehr cool, dass sie das so gemacht haben. Bin gespannt, wie wir hier rausgehen werden. Wir machen auf jeden Fall gut Schaden, aber die Hauptcharaktere werden dann natürlich die Vegito Blues sein, weil sie vermehrt Schaden gegen ihn machen. Trunks oder Mai habe ich nicht im Team. Genau, schauen wir mal, wie das Ganze läuft. LA Gohan mit seiner Ulti bombt ihn hier wahrscheinlich schon weg oder vielleicht auch nicht. Ich denke schon. Yep, 1,5 Millionen, schön, Typenvorteil. Und es geht weiter, Goku Black zeigt mit dem Finger, oh mein Gott, die Legend Pose, die legendäre Pose. Und er wird zu Rosé, zum Agility Rosé. Man kann ihn ab hier jetzt nicht mehr sealen, wie ihr es seht oben. Wie machen wir das Ganze? Wir wissen, der neue Tech Vegito Blue ist kein Konter mehr, deswegen stellen wir das Ganze mal so auf. Wir werden wahrscheinlich eine Ulti kassieren, deswegen benutze ich mal King Yamma, damit wir dann nicht so viel Schaden bekommen. 50% Damage Reduction. Aber Tech Vegito Blue, der neue, wird dann in Erscheinung treten. Er ist kein Dokken Awakener, macht nichts wirklich. Ich wollte jetzt wirklich, ihn wirklich nur nehmen, um seine Leader Skill zu demonstrieren, dass es auch funktioniert. Aber auch mit einem Nicht-Dokken Awakener sollte das funktionieren. Der Dude ist ja legit neu erst rausgekommen. Ja, es ist nicht so viel Zeit vergangen, nachdem ich das hier aufnehme. Und deswegen kein Thema. Auch Unerweckte gehen an der Stelle und sollten auch machbar sein, wenn ihr dann Heroes Team habt.
Wow, 62.000. Heißt, hätten wir Damage Reduction nicht aktiviert, hätten wir die doppelte Anzahl bekommen. 120.000 oder 24.000 circa. Gut, dass wir King Yama aktiviert haben an der Stelle. Tech Vegito Blue, wie funktioniert der? Je öfter er angreift, desto höher wird sein Angriff, desto mehr steigt sein Angriff. Bei einer Dokonomik, ich rede von der Dokonomiken Form, macht er zwei Additional Attacks bei Ultis nicht, die eine Chance haben, eine Ulti zu sein, Medium Chance, eine Ulti zu sein. Die Additional Attacks selbst haben eine Great Chance, dass sie sich triggern quasi. Ihr seht schon, oben links ist etwas orange. Das ist die Passive, die Dokan Event bedingte Passive, beziehungsweise der Charakter selbst, da er mehr vermehrt Schaden macht. Wir haben das vorhin gesehen vor dem Event, als sie reingekommen sind. Und das signalisiert es einfach, wenn es so, wenn die Linkskills orange sind, sage ich mal, statt gelb. Tech Vegito Blue, richtig. Zwei Angriffe haben eine Chance, eine Ulti zu sein. Oh mein Gott, jetzt kommt Frank Rosé. Und je öfter angreift, beziehungsweise jedes Mal, wenn er angreift, bekommt er 15% auf seinen Angriff. Uiuiui, okay, das könnte böse sein. Aber das könnte echt böse werden. Einen Moment. Machen wir das Ganze mal so. Boom. Dann aktivieren wir natürlich wieder King Yama, weil, wow. Die Typen stimmen hier nicht so ganz. Und machen das Ganze so. Genau, wo man stehen geblieben. Jedes Mal, wenn er angreift, bekommt er 15% auf seinen Angriffsattack. Vegito Blue, der neue, stackt sich bei 150%. Nach 150% geht es nicht höher. Wenn ihr euch schon fragt, auf was solltet ihr dupen wegen seiner Passive auf Additional Attack. Da ein Tech-Charakter ist, kommt ihr auf maximal Level 15 Additional Attack, Level 11 Crit. Das würde ich euch empfehlen, damit ihr je öfter angreift, desto höher steigt sein Angriff, desto mehr steigt sein Angriff. 150% triggert, capt sich das, höher geht es nicht. Aber jedes Mal, wenn er ultiert, erhöht sich sein Angriff und seine Verteidigung, Raise, Attack und Death. Und das ist die Kaioken-Mechanik. Da ist keine Begrenzung, es erhöht sich einfach jedes Mal, solange der Dude ultet ist, dann geht man bei ihm auf Additional Attack, aber nimmt dann noch auf jeden Fall Level 11 Crit mit, das ist sehr, sehr gut. Die Unit ist einfach nur da, um Schaden zu machen, und wir kennen die Vegito Blues, die greifen wirklich sehr, sehr oft an, dieser Dude ist auch, deswegen, falls euch der fragt, was der Dude drauf hat, oder auf was ihn duken sollte. Gut, jetzt. Genau die Rotation brauchen wir, die zwei LR Vegitos, beziehungsweise hauen wir den Tag trotzdem raus, weil unser Ally das auf jeden Fall klären wird. Er soll hier das Ganze aufhalten. Die Rotation ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, wie das Ganze hier aussieht. Da bin ich auf jeden Fall mit zufrieden. Super Vegito konnte das Ganze. Vielleicht beendet er das Ganze auch. Aber es kommt noch eine weitere Stage. Und die werden wir auch gleich machen. Natürlich eine weitere Runde erstmal. Ja, gegen den erweckten Rosé. Dann danach aber gehen wir in die Stage von Vegito Blue. Ich wollte beides in einem Video haben. Ich denke, wir kommen dann auch in einer guten Zeit raus. Damit ihr das so quasi als ein Video habt. Und da nicht Tage warten müsst auf, ja, Tipps und Tricks, sage ich mal, wie ihr da dran gehen könnt. Gut, dann würde ich sagen, wir heilen uns auf jeden Fall. Oh mein Gott, wir haben keine King Yamas mehr. Ich hätte vielleicht bessere Items mitnehmen sollen, weil Chunks ist ganz hinten und Chunks. Das könnte böse werden mit Chunks. Wir machen das Ganze mal so. Mighty Mass muss auf jeden Fall ulten, bekommt seinen Death Boost. Chunks muss auch ulten, bekommt auch seinen Death Boost, zumal er dort einen Typen-Nachteil hat. Da machen wir das Ganze mal so und hoffen das Beste. Und ihr seht schon, Rosé greift wirklich sehr, sehr oft an. Und wenn er angreift, dann macht er auf jeden Fall Schaden. Aber 21.000 auf Vegeta. Aber gut, dass wir Vegeta da haben, denn er tut ja von Extreme Class Units Angriff und Verteidigung senden um 20%. Mein Boy Vegeta Blue. Und in dem Fall ist halt Vegeta Blue gegen Rosé auch wie im Anime. Nur Additional Ulti nice. Nur merken wir, Vegeta macht nicht so viel Schaden, weil Rosé sehr, sehr tanky ist. Da machen wirklich die speziellen Charaktere, das merkt ihr, viel mehr Schaden. Die Vegito Blues, die haben da wirklich sehr gut Schaden gemacht. Wie? Oh, Super Saiyan 3. Okay, Super Saiyan 3, das wird trotzdem ganz gut Schaden machen auf jeden Fall. Schauen wir uns an, wie viel. 1 Million, solide, sehr, sehr solide. Jetzt bin ich halt gespannt. Trunks darf nicht die Ulti bekommen eigentlich, falls er ultet. Wir wissen es ja nicht. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, er ultet nicht. Zack, 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 zack. Ja, die Moves, with the place. Additional, okay, jetzt kritet er, aber ihr seht schon. Wenn er nicht kritet, dann macht er natürlich keinen Schaden. Aber gut, er wurde nicht geultet. So, wo sind die Vegito Blues? Da sind sie, da sind die Vegito Blues. Und dann stellen wir, und ihr seht schon, das ist wieder rot auf, rot, orange-like aufgepoppt. Das signalisiert uns, okay, dieser Dude macht mehr Schaden in diesem Event. Wissen wir, haben ja vorhin angesehen. Weil euch das Ganze bis jetzt auf jeden Fall schon gefallen hat, wir haben ja noch ein bisschen vor uns, wir machen dann auf die Stage von Vegito Blue. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da, und wenn ihr neu hier seid und das Ganze unterstützen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da, drückt auf den Abo-Button, aktiviert die Abo-Glocke. In dem Fall hat LR Vegito Blue Rosé rausgenommen und signalisiert, okay, jetzt gehen wir in meine Stage. Also sehen wir uns gleich auf der Stage von Vegito Blue. Selbes Prinzip, nur statt den Heroes haben wir Villains. Ich selbst habe Agility Rosé als neuen Leader, als Friend habe ich den neuen Rosé genommen.
Der ist leider auch nicht Dokkanomaek GG Friendless. Aber wie gesagt, das Team besteht, beziehungsweise im Team selbst ist jeder Typus mindestens einmal vergeben. Deswegen funktioniert das mit dem Niederskillen, damit ihr da Bescheid wisst. Und jetzt sind wir auf der Stage vom neuen Vegito und den werden wir auf jeden Fall direkt mal zur Seite hauen. Wenn nicht sogar schon zerstören hier. Ja, gucken wir mal, vielleicht, wir haben Typenvorteil mit Majin. Rosé macht mehr Schaden. Ja, vielleicht jetzt an der Stelle die erste Ulti machen sollen. Macht nichts. Denn die erste Ulti von Majin macht ja mehr Schaden und die zweite ist AOE. Anyways, wir nehmen das Ganze mit. Friend Rosé, wie gesagt, nicht Dokkan Awaits. Ich glaube SA7 oder so. Deswegen würde er nicht so viel Schaden machen. Ja, wir sehen es schon. Aber wichtige Member sind dann gegen Vegito Blue natürlich die ganzen Zamasu, Rosé, Goku Blacks. Wir haben hier. Nice. Nice Finish. Wir haben hier Goku Black und Rosé. Also LR, Goku Black selbst. Mein Egit Rosé, den Friend Rosé. Und deswegen, die werden das auf jeden Fall klären an der Stelle. Da habe ich keine Bedenken. Lass mal Broly hier eskalieren, lass mir Broly hier angreifen. Und ich denke auch, dass wir deswegen, weil ich halt mehrere Charaktere habe, die mehr Schaden machen. Also mehr Charaktere, die seine Passive-Skill annullieren, um das richtig zu sagen. Bei den Heroes hatten wir nur Vegito Blue, beziehungsweise ich. Hier haben wir halt mehr. Wir haben Goku Black physisch, Rosé, Guilty, unser Friend Rosé und LR Goku Black, unser Masu. Deswegen denke ich, da wird diese Runde beziehungsweise dieses Event für mich schneller gehen. Wie ist es bei euch? Welches Event ist bei euch schneller gegangen? Welches Event fällt für euch leichter? Vegito Blue oder Rosé? Lasst mich in den Kommentaren wissen, wo ihr da besser klarkommt. Bei mir ist es auf jeden Fall gegen das von Vegito Blue. Und genau, wir sehen das Ganze hier schon, wie sie hier auspacken. Zack, 100% EGT Rosé, 1,4 Millionen zur Seite mit dir. Und so schnell kann es dann verlaufen. Aber wir haben ja noch, Ja, Vegito Blue will kämpfen, wir haben noch 2 Runden. Und ihr dürft nicht vergessen, wir können ihn nicht stunnen, aber wir können ihn zielen. Deswegen machen wir das gleich mal. Nicht. Ja, ich dachte, ich habe mein Ziel-Item dabei. Okay, ich hatte es davor dabei, jetzt habe ich es wohl geändert. Naja, warum ich es auch geändert habe, weiß nicht. LR Goku Black ist noch nicht tanky, er hat noch nicht einmal geultet, deswegen aktiviere ich mal King Yama zur Sicherheit. Und ja, Majin soll die ganzen Orbs einsammeln und gut, dass wir ihn rausrotieren, weil wir jetzt über 2 Runden Typennachteil haben mit ihm. Und ihr seht auch hier schon, die Passive Skills, die leuchten da rot auf. Zero Mortal Plan steht da dran, ey, nice. Ja, Zero Mortal Plan, das sind halt eben die Charaktere, die Vegito Blut Passive annullieren und vermehrt Schaden gegen ihn machen. 1,4 Millionen mit nur 2 Stacks. Wir wissen ja, jedes Mal, wenn LR Goku Black und Zamasu angegriffen werden, bekommen sie Angriff-Boost. 4-mal müssen sie angegriffen werden, war es, glaube ich, damit sie auf 120% kommen und wir wurden die 2-mal angegriffen. Also haben wir da nur quasi 60% Boost gehabt und schon hat er wirklich sehr gut Schaden gemacht. Es sind, glaube ich, pro Angriff 30%, die steigen, wenn ich das vergessen habe. Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Charakter? Lass mich mal ganz kurz nachschauen, damit ich euch da keinen Mist erzähle. Mein geliebter LR Goku Black. 30% richtig, ich hatte es richtig im Kopf. Also alles gut an der Stelle. Gut, ja, wir machen das so. Tarz hat Typenvorteil, Broly soll da ein bisschen eskalieren. Rosé, hauen wir raus zur Sicherheit. Er hat einen Typennachteil, auch wenn er vermehrt Schaden macht. Zur Sicherheit, er hat einen Typennachteil. Wenn er Vegito einmal ihn ultet, dann ist wirklich... Dann hält das auch der Rosé nicht aus. Anyways. So. Tals. Wäre cool. Er hätte Tals ihn wetten können, wäre es echt schon geil. Aber er dodged es. Sehr cool, sehr, sehr cool. Tals sagt, mich triffst du nicht. Broly kommt hinterher und beendet die Stage. Beziehungsweise die Runde. Ja, noch eine Runde danach. Damn. Da kommen die Nisa zurück. GG. Sorry an der Stelle. Gut. Oh, das wird nice. Das wird richtig lecker. Und zwar machen wir das mal so. Zack. Goku Black. Aktiviere nochmal King Yama auf jeden Fall zur Sicherheit. Um auf Nummer sicherer zu gehen. Und dann sollen wir Rosé da hinten noch angreifen. Jetzt bin ich echt gespannt, wie unser Schaden wird, weil... Ah, ich weiß nicht, ob unser Goku Black die vollen Stacks hat. Ich glaube, er wurde nur 3-mal angegriffen bis jetzt. Wenn es 4 waren, hat er seine vollen Stacks. Guck mal, wie sein Schaden sein wird. Der wird auf jeden Fall genial. Geil, fast 2 Millionen. Tanky würde auch der Dude, je öfter angreift. Also LR Goku Black ist wirklich so eine Karte. Man muss unterscheiden, ja. Viele sehen leider sehen es leider so, dass eine Karte gut ist, wenn sie einfach Schaden macht. Ist nicht falsch, aber nicht jeder Charakter ist darauf ausgelegt, ja. Was ich meine ist, LR Goku Black und Zamasu, LR Beerus und Whis zum Beispiel sind Karten, die sind einfach, die überleben einfach. Die überleben das Game. Sie bekommen Angriff-Boost, Verteidigungs-Boost, healen sich, etc. Die überleben das Game. Schau mal,
Sie können angreifen, sie oft, so oft wie. wenn ich reden könnte. Oh shit. Vegito Blue hätte ihn angreifen können, so oft er will. Das hätte nichts gebracht. Das hätte nichts gebracht. Legit. Hätte schon was gebracht, so ist nicht. Aber er hätte das trotzdem weggesteckt. Er hätte das trotzdem weggesteckt, weil er einfach tanky geworden ist mit der Zeit. Sich hielt immer, wenn er in die Runde reinkommt und so weiter und so fort. Jetzt habe ich an der Stelle vielleicht einen Fehler gemacht. Auch wenn ich Typenvorteil habe. Es ist Thales, es ist Thales. Könnte schon wehtun. Aber ich denke, Broly sollte das auf jeden Fall beenden. Auf jeden Fall. Let's go, Broly. Ihr merkt aber schon, so leicht ist es dann doch nicht. So leicht ist es dann doch nicht, die Stage, wenn ich ehrlich bin. Also, wir bekommen schon gut Schaden auf jeden Fall. Ich muss ein paar Items aktivieren. Ja. GG, nehmen wir mit. Sagen RIP, Vegito Blue oder Brokkoli. Yes. Genau, so viel wär's dann zu den beiden Events von Rosé und Vegito Blue. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, vor allem auch mit den Leader Skills. Beziehungsweise, ich hoffe, der Tipp hilft euch. Wenn ihr die alten Leader habt, könnt ihr sie nehmen und als Friend die neuen Leader. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.